Er hielt im deutschen Europa-League-Duell fast alles, was zu halten war. Und wenn Mönchengladbachs Torwart Jan Sommer doch mal geschlagen war, dann verhinderten Pfosten oder Latte Schlimmeres. Deshalb endete das Hinspiel zwischen Schalke und Gladbach im Europa-League-Achtelfinale mit 1:1. Natürlich bin ich auch froh, dass mir das heute gelungen ist. Das sind immer so Situationen, wo du, wo es wichtig ist, dass du vielleicht richtig entscheidest. Und das ist mir heute gelungen. Da bin ich happy auch für uns als Mannschaft, dass wir heute diesen Punkt mitnehmen mit dem Auswärtstor. Ein gutes Ergebnis für ein zweites Spiel, was nochmal sehr schwierig wird. Aber am Schluss sind wir happy. Das wichtige Auswärtstor für Mönchengladbach erzielte Jonas Hofmann, der die Borussia nach einer Viertelstunde in Führung brachte. Doch Schalke zeigte nur wenige Tage nach der 2:4-Niederlage in der Bundesliga in Gladbach eine gute Reaktion. Und nach dem Ausgleich von Guido Burgstaller in der 25. Minute waren die Königsblauen vor allem in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Es haben nur zwei Dinge heute nicht gepasst. Das war das Gegentor, wo wir ausgekontert werden, und wir haben versäumt, das zweite Tor zu machen, beziehungsweise bei den ein, zwei Situationen nicht das Glück auf unserer Seite gehabt, zum Beispiel bei dem Lattentreffer oder auch bei der Chance von Caligiuri. Von daher müssen wir mit dem 1:1 heute leben. Die verbesserte Leistung lässt Schalke zwar hoffen für das Rückspiel am kommenden Donnerstag im Borussia-Park. Die bessere Ausgangssituation haben allerdings die Gladbacher. Und so verließen Jan Sommer und Co. die Arena auf Schalke durchaus zufrieden.